Also, erklären alle Probleme der Reihe. Herr Minister, sagen Sie ein Wort zur Bekämpfung der Korruption? Nein, noch nicht. Danke. Mr. Sellers, ich habe noch eine Frage. Hey! Wo wollen Sie hin, Mr. Sellers? Lass los, ihr Schweine! Los, lass! Hierher! Komm hier rüber! Diese reizende kleine Person ist Cammy White. Wir wissen, dass sie Spezialagentin ist. Sondereinheit ist MI6. Sie wird auf Ebene B verhört, allerdings behauptet sie, keine Erinnerung an die vergangenen 3 Jahre zu haben. Und das bedeutet? Das bedeutet, sie wird von außen gesteuert, Sir, irgendwie. Nach unseren Informationen erschafft Shadowlaw eigene Terroristen durch Manipulation des Unterbewusstseins der Opfer. Wir versuchen herauszufinden, wie das genau geschieht. Wir wissen auch, dass Shadowlaw diese Killermaschine nicht beliebig auswählt. Man sammelt auf der ganzen Welt Informationen über Street Fighter. Darüber besitzen wir verschiedene Berichte. Street Fighter, die zu Terroristen werden? Dieses wandelnde Muskelpaket nennt sich Sagat. Er ist Champion der Muay-Kämpfer und gilt in Thailand als Nationalheld. Der Bursche hier heißt Balrog. Wegen seiner regelwidrigen Brutalität wurde er als Boxer auf Lebenszeit gesperrt. Aus Spanien kommt Vega. Er ist brutal und rücksichtslos. Ein ausgesprochener Psychopath. Bison hat diese 3 Söldner rekrutiert, um aus ihnen Spezialsoldaten für Shadowlaw zu machen. Alle 3 sind äußerst gefährlich. Die Verbrechen der 3 werden zunehmend brutaler und schamloser. Shadowlaw muss ein für alle Mal vernichtet werden. Wir planen ein gemeinsames Vorgehen mit den Streitkräften der Vereinigten Staaten. Jemand von Interpol möchte Sie dringend sprechen. Für mich von Interpol? Ich bin Chun-Li. Ja, und weiter? Oh, Captain, wir sind hier, um unser gemeinsames Vorgehen gegen Shadowlaw mit Ihnen zu diskutieren. Dieser Bison gehört mir. Was soll das heißen, Captain? Ich brauche keine Hilfe von Interpol, um mir den Kerl zu greifen. Hey, du Stoppelkopf, das war keine Anfrage. Sie wollen Bison erledigen, oder nicht? Wo liegt also das Problem? Oh. We'll be right back.
Ich habe Sie erwartet, Sir. Ist alles fertig? Jawohl. Ein Meisterwerk der Computertechnologie. Es ist grandios. Wir haben den ultimativen Hochleistungsmonitor Cyborg geschaffen. Modernste Technik. Die Bilder, die er aufzeichnet, werden über Satellit direkt an den Supercomputer im Hauptquartier übertragen. Sie sind sehr erfolgreich. Wir haben bereits all unsere veralteten Überwachungsroboter durch diese neue Generation ersetzt. Gut. Und der Mann, den ich suche, hast du Neuigkeiten über ihn? Nein, my Lord, noch nicht. Jeder Mann, der stark genug ist, Zagat zu verprügeln, muss zu mir gebracht werden. Ich versichere Ihnen, wir suchen die ganze Welt nach ihm ab und nach weiteren Kämpfern. Aber Sir, glauben Sie wirklich, dass dieser Rio so stark ist, wie die Computeranalyse ihn einschätzt? Selbst die höchstrangigen Martial Arts Spezialisten erreichten nur ein Rating von 2000. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er über 3000 erreicht. Ich wüsste nicht, dass ich deine unmaßgebliche Meinung diesbezüglich erfragt hätte. Ich erwarte, dass du alles unternimmst, ihn zu finden. Such alles ab. Selbst wenn du einen Cyborg in die Schluchten des Himalaya schicken müsstest. Und holt Wasser. Ja, Sensei. Hey, Fräulein, warum schlägst du nicht fest dazu? Angst, dir einen Nagel abzubrechen? Na? Soll das heißen, ich kneife? Das sollte ein Witz sein. Jetzt sei nicht so empfindlich. Hey, nicht schlecht, wenn du vorhast, gegen alte Damen zu kämpfen. Das Training dauert ja nicht ewig. Eines Tages hängt unser Leben davon ab. Unser Leben, unser Leben, unser Leben, unser Leben, unser Leben. Yeah.
Entschuldige die Verspätung, Schatz. Ich hatte schon befürchtet, du hättest mich ganz und gar vergessen. Ich wurde aufgehalten, weil ich meinen Gegner unterschätzt hatte. Er war viel besser, als ich angenommen hatte. Und? Wie hast du dich gehalten? Ich hab gewonnen. Dann kannst du wohl eine neue Kerbe in deinen Colt schnitzen, Cowboy. Schön gesagt. Zeit ist Geld. Interessiert es ihn? Offensichtlich nicht. Es ist ziemlich schwer, ohne seinen Hauptdarsteller den Film zu drehen. Er wusste, wann Drehbeginn ist, aber seit Mittag hat ihn niemand mehr gesehen. Immer ist was anderes mit diesem Pfeilong. Er ist ein Unruhestifter. Hallihallo, Pfeilong. Oh Mann, was ist denn hier los? Nichts Besonderes, nur ein kleiner Zusatzspaß. Das ist alles. Spaß? Ja, sie schicken so einen armen Halbidioten in den Ring, der sein großes Maul viel zu weit aufgerissen hat. Hey, ich habe kein Wort gesagt. Die Kämpfer lassen sich von euch Pfeifen nicht gerne beleidigen, Klugscheißer. Zeig uns, was du drauf hast, Junge. Ah, sieht interessant aus. Mag sein, dass du heute ein großer Filmstar bist, aber hier liegen deine Wurzeln, weißt du noch? Behalt den Neuen im Auge, er scheint gut zu sein. Nicht übel, oder war es nur Zufall? Mal sehen, wie du gegen einen alten Hasen wie mich aussiehst. Mit dem Nachwuchs sah es in der letzten Zeit lahm aus. Wie heißt du, mein Freund? Ich bin nur auf der Durchreise. Aber meinen Namen kannst du dir für die Zukunft merken. Meine Eltern haben mich Ryu genannt. Jetzt weiß ich, wer du bist. Du bist der Junge, der Sagat geschlagen hat. Das ist schon ein paar Jahre her. Jetzt kann ich meine Niederlage leichter verkraften. Aber danach bist du verschwunden. Versuch nicht mehr einzureden, das sei alles Zufall und es gäbe noch einen Kämpfer auf der Szene namens Ryu. Ich habe gehört, Sagat sei als Wachhund von der Shadow Law Organisation engagiert worden. Was ist das, dieses Shadow Law? Noch nie davon gehört? Nein. Es handelt sich um ein internationales Gangstersyndikat. Sie stecken weltweit im Drogen- und Waffenhandel. Sie machen so ziemlich alles, was illegal ist. Sagat hat also diese Karriere eingeschlagen.
Bis dann. Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich bin hier, um dich herauszufordern. Tritt an! Du hörst nicht besonders gut. Ich trete nicht den Straßenkämpfen an, habe ich gesagt. Verstanden? Es spielt keine Rolle, wo der Kampf stattfindet. Hör doch auf. Was willst du damit eigentlich beweisen, Häuptling? Große Klappe! Du bist ein bekannter Profikämpfer und du hast eine Menge Titel errungen. Ich suche Ruhm und Ehre, indem ich einen Mann wie dich besiege. Dieser Versuch ist reichlich schwachsinnig. Wieso bildest du dir ein, mich schlagen zu können? Niemand auf der Welt ist stark genug, mich zu besiegen. Außer Ryu. Ryu, der Vagabund, der spurlos verschwunden ist. Du vergleichst ihn mit mir! Hör gut zu. Wenn du um etwas bittest, kann es sein, dass du es bekommst. Mach ein Ende. Du darfst so nicht weggehen. Ryu, wo zum Teufel steckst du? Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Thank you.
Tut mir leid, Kleine. Ich verstehe, die Milch war wohl für deine Mutter, was? Ich bin schuld daran. Hier, kauf deiner Mutter dafür frische Milch, okay? Steck's ein. Was soll das alberne Geschwätz? Du versuchst, den Kampf hinzuwerfen! Egal, ob du gewinnst, der Kampf ist zu Ende. Mist, Kerl. Dann streiche ich jetzt den Gewinn ein. Okay. Hast du jemals den Kampfgeist eines anderen gespürt? Hallo! Yeah!
kleines Mädchen. Wer zum Teufel waren die Mistkerle? Das waren Shadow Law-Terroristen. Shadow Law? Ich hatte das Wechselgeld für dich. Mach dir deswegen keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Hey Mann, die Hälfte dieses Geldes gehört dir. Geld? Bares, mein Freund. Ich hätte den Kampf verloren, wenn du nicht in der Nähe gewesen wärst. Hier, steck's ein. Wir müssen schließlich zusammenhalten. Wir sind alle Brüder. Bist du sicher, dass Jahan eliminiert worden ist? Ja, es wurde vom Monitor-Cyber bestätigt. Er war dabei und hat es gesehen. Er hat auch einen nicht identifizierten Kämpfer verzeichnet. Wir untersuchen das gerade. Ist das alles? Noch eine Sache. Unser Cyborg in Seattle hat uns ein hochinteressantes Video geschickt. Ich nehme an, Sie finden es sehr aufschlussreich. Ah, schon unterwegs. Bedeutet eine Störung. Ich hoffe in deinem Interesse, dass die Information es wert ist. Schieß los. Sir, ich versichere Ihnen, sie ist äußerst wertvoll für uns. Dieser Mann scheint ein bemerkenswerter Kämpfer zu sein. Aber wir haben etwas Außerordentliches entdeckt, als wir sein Bild mit dem des gesuchten Ryo überlagerten. Und wer ist er? Er heißt Ken Masters. Wir haben eine umfangreiche Computerdatei über ihn und seine Kämpfe angelegt. Aber sie besagt nichts über sein Verhältnis zu Ryo. Besteht eine Verbindung? Wir haben erfahren, dass beide Männer in Japan über 10 Jahre im selben Dojo ausgebildet wurden. Ihre Kampfstärke gilt als völlig gleichwertig. Gleichwertig, hm? Das bedeutet nicht, dass ihr Potenzial auch identisch ist. Wir besitzen keine neueren Daten, um Ryos aktuelle Fähigkeiten auswerten zu können. Entweder hatten unsere Leute keinen Zugang zu diesen Daten, oder es besteht die Möglichkeit, dass er sein wahres Potenzial verbirgt. Ich verstehe. Also beide aus derselben Kampfschule. Gentlemen, ich glaube, in diesem Ken Masters haben wir unsere neue Geheimwaffe für das P-Projekt endlich gefunden. Gute Wahl. Wie Sie wissen, könnte es sein, dass unser Chef Ed Pressman die nächste Präsidentschaftswahl gewinnt. Seine Unterstützung der Brady Bill macht ihn zu einem guten Ziel für Attentäter. Seine Sicherheit muss gewährleistet sein. Sollten wir versagen, steht Shadow Law natürlich gegen die US-amerikanische Regierung. Ein Versagen steht nicht zur Debatte, wenn Masters erst meiner Geisteskraft unterworfen ist. Aber Sir, gestatten Sie, dass ich Sie an Cammy erinnere? Sie hat ihre Mission erfüllt, oder nicht? Interpol hält sie fest, sie wird seit Tagen laufend verhört. Was spielt das für eine Rolle? Wenn ihre Aufgabe erledigt ist, ist sie uninteressant. Zum gleichen Thema. Wir haben große Teile der Verhöre, die Interpol mit Kemi geführt hat, aufgezeichnet. Zeigen Sie. Ist Ihnen bewusst, dass Sie Spezialagentin des britischen MI6 sind? Ich kann mich nicht erinnern. Wie kann eine Spezialagentin wie Sie auf Anweisung von Shadow Law ein Attentat auf den Justizminister verüben? Waren Sie sich Ihrer Tat bewusst? Ich kann mich nicht erinnern. Cammy, Ihr Bewusstsein wird kontrolliert. Ich weiß nicht, wie das geschieht, aber wir versuchen es herauszufinden. Sie müssen mir dabei helfen. Was können Sie mir dazu sagen? Denken Sie nach. Irgendein Hinweis, sei er noch so klein. Ich kann mich nicht erinnern. Nur keine Sorge. Sie werden es nie schaffen, meinen Zugriff auf diese hirnlosen Puppen zu brechen. Aber Sir, Sie am Leben zu lassen, ist ein zu großes Risiko für uns. Alles zu seiner Zeit. Zunächst wünsche ich, dass Sie die Suche nach Ryu fortsetzen. Ganz gleich, was dazu nötig ist. Ich dulde keine Ausflüchte, aber finden Sie... Jawohl, Sir. Soll ich Anweisungen an unsere Agenten im Norden der USA erteilen, dass sie sich Ken Masters greifen? Nicht nötig. Ich selbst bin schon lange nicht mehr auf Jagd gewesen. Ich komme aus der Übung.
machen Sie den Weg frei. Sie können die Untersuchung nicht allein durchführen. Begreifen Sie das endlich. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Bewegen Sie Ihren süßen Hintern, ich muss losfahren. Nur zu. Geil, Sie stellen Ihre persönliche Rache über die Vernunft und die Pflicht Ihrem Land gegenüber. Ich schließe daraus, dass Sie nicht nur eine große Nervensäge sind, sondern auch in den Privatangelegenheiten anderer herumschnüffeln. Ihre Privatangelegenheiten interessieren mich nicht, Captain. Aber ich bin gehalten, die Akten aller an diesem Fall Beteiligten zu lesen. Es tut mir sehr leid um Ihren besten Freund, aber es geht um mehr als nur persönliche Rache. Durch Ihr Geschwätz erwischen wir Bison ganz bestimmt nicht. Mal sehen, ob Sie manns genug sind, meine anderen Fähigkeiten zu würdigen. Dafür habe ich keine Zeit, meine Beste. Ich möchte Bison auch hochgehen lassen, weil er meinen Vater getötet hat. Aber als erstes, und das ist wesentlich, erledige ich meinen Job. Meine Pflicht als Polizistin steht über meinen persönlichen Gefühlen. Bitte, Captain, wir dürfen nicht allein handeln. Wir müssen versuchen, einander zu helfen. Ich kann geschwätzige Frau nicht ausstehen. Steigen Sie ein oder wollen Sie da Wurzeln schlagen? Wer könnte dieser freundlichen Einladung widerstehen? Warum fahren wir in eine Diskothek? Suchen wir einen Monitor-Cyborg? Nein, wir suchen einen gewissen DJ. Er soll ein sehr guter Kämpfer sein, habe ich gehört. Jungs, wenn euch meine Grooves nicht gefallen, solltet ihr Mehlsäcke euch woanders hinschleichen. Yo. Hey Mann, keine Aufregung, alles cool, okay? Netter Kick. Ich bin Captain Gull von der Air Force. Sie fliegen ziemlich tief heute Nacht. Wenn Sie die USO suchen, sind Sie falsch. Oder wollten Sie vielleicht zu DJ? Ich wollte Sie warnen. Shadow Law ist hinter Ihnen her. Yahoo! Das ist ein voll übler Haufen. Ich bin geehrt. Das war kein Witz. Du hast keine Wahl, wenn sie dich finden. Entweder du gehst drauf oder du machst mit. Hey, keine Aufregung, Kaktus. Ich hab den Witz gemacht, aber im Ernst, was will Shadow Law von mir? Sie suchen die ganze Welt ab nach Kämpfern, die sie für ihre Zwecke einsetzen können. Na und? Ich weiß von nichts, also ist das nicht mein Problem. Irrtum. Das Ding hier sendet direkt vor deiner Nase Informationen. Ich glaube, ich spinne. Was war das denn? Ein Blecheimer auf Beinen? Ein Monitor-Cyber. Ein computergesteuertes Beobachtungsgerät, das von Shadow Law verwendet wird. DJ, Sie können uns helfen, indem Sie davon erzählen, aber seien Sie auf der Hut, diese Dinger sind überall. Na, na, geil. Der Pfadfinder steigt in das Spiel ein und verbündet sich mit Interpol. Es wird mit jeder Minute interessanter. Apropos interessant. Was hältst du von der kleinen Vega? Lust auf ein wenig Spaß mit Miss Lee? Ich wette, du lässt dir etwas Hübsches für sie einfallen. Reizend, findest du nicht? Ah!
erinnere mich noch an den tragischen Unfall Ihres Vaters. Traurige Angelegenheit, nicht wahr, Vega? Genug. Verbindet mich sofort mit Las Vegas. Ihr Drink, Sir. Bitte sehr. Das ist mein Partner, Mr. Beers. Das ist ein echtes Gauner-Gipfeltreffen. Sämtliche Gangsterbosse der Welt sind hier versammelt. Hm? Nein, keine Sorge. Ich melde mich beim Hauptquartier, ja. Hey. Hm? Ich wollte dir mal sagen, dass ich in der letzten Zeit so ein komisches Gefühl habe. Geht der Deal auch bestimmt glatt über die Bühne? Nur nicht nervös werden. Ich habe mich persönlich um alles gekümmert. Ist Coca 5000 in London? Hm, ist schon alles erledigt. Und bitte sag dem Meister, ich würde ihn später gern sprechen. Ja, natürlich. Verehrte Gäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihr Erscheinen. Unser Showprogramm wird in wenigen Minuten im Hauptsaal beginnen. Nehmen Sie Platz und genießen Sie die Show. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem großen Ereignis. Wir präsentieren Ihnen heute Abend ein ungewöhnlich aufregendes Programm. Ja, Süße, ich komme regelmäßig hier. Der eherne Kosake aus der asiatischen Steppe. Der russische Zar unter den Ringern. Sag ihr es! Er trainiert mit menschenfressenden Ungeheuern. Blanka! Ah!
sehr eigenartig. Sie hat doch gesagt, sie wollte jetzt in ihrer Wohnung sein. Ans Telefon. Was macht sie nur? Durch! Mein Hobby ist es, den Kaninchen, die ich fange, das Fell abzuziehen. Besonders, wenn es so süße Häschen sind wie du. Und mein Freund hier verlangt nach Blut. Süß. Du hast mir mein wunderschönes Gesicht ruiniert. Du Hexe, das wirst du bezahlen. Yeah!
Ich bin da, Kleines. Bitte schlag die Augen auf. Es war Vega. Was? Chun-Li, halt durch. Lass mich jetzt nicht allein. Und wie ist Miss Lees Verfassung? Das ist bedauerlich. Sie ist eine unserer besten Agenten. Wir müssen uns also vollständig auf andere Beobachtungsmethoden verlassen. Wir haben Gewissheit, dass ein Monitor-Cyborg auf Ken Masters in Seattle angesetzt ist. Danke. Ja, er ist sehr gut. Nein, kein schlichter Streetfighter. Er ist US-amerikanischer Meister im Freestyle-Wrestling. Jawohl. Ich habe keine Zweifel, dass Bison sich an ihn heranmachen wird. Außerdem haben wir herausgefunden, dass es einen weiteren Kämpfer, einen gewissen Ryu, gibt. Er hat mit Masters im gleichen Dojo trainiert. Wir untersuchen das noch. Aber unsere Informanten behaupten, er sei von Indien nach Thailand weitergereist. Bleiben Sie dran, ich will alles über diesen Ryu wissen. Die Ärzte sagen, Sie beginnen jetzt mit Chun-Lis Operation. Wenn nötig, können Sie mich hier erreichen. Sobald sich Ihr Zustand stabilisiert hat, nehme ich den nächsten Flug nach Seattle. Und halten Sie ein Dossier über Ken Masters für mich bereit. Eliza, lass uns heiraten. Wie, meinst du das jetzt auf der Stelle? Klar, warum nicht? Na, das nenne ich eine Überraschung. Ich glaube, du hast das Wort heiraten, seit ich dich kenne, noch nie in den Mund genommen. Okay, dann machen wir's. Aber was? Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Wieso denn? Hey, sei bitte nicht böse. Bin ich nicht. Vielleicht hätte ich ja sagen sollen. Was hast du denn? Gar nichts. Wir haben es geschafft. Und was den Antrag betrifft, ich denke darüber nach. Eliza. Ich liebe dich. Ruf mich bitte später an, okay? Klar, wenn ich zurück bin. Thank you.
Ich bin die Warterei leid. Meister, ich habe das Ziel lokalisiert. Sehr gut, gehen Sie näher ran. Sehr, Sie kennenzulernen. Entschuldigen Sie die Frage, aber wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Bison, Meister von Shadowland. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Hab nie von Ihnen gehört, was wollen Sie? Ich will Sie zum größten lebenden Kämpfer machen. Büffel oder wie Sie auch heißen, das ist alles Schwachsinn. Sie besitzen das Potenzial, ein besserer Kämpfer als Ryu zu werden. Ist Ihnen das klar? Hey, Ryu, woher wissen Sie denn von ihm? Sieh mal an, da habe ich eine empfindliche Stelle getroffen. Hören Sie bloß auf, ich habe den Kanal voll! Ich schätze, ich bin nicht in der Position, Forderungen zu stellen! Hey, was soll das denn für ein eigenartiger Schlag gewesen sein? Ihre jämmerlichen Anstrengungen sind wirkungslos gegen meine Psycho-Power. Psycho-Power? Ken, du wirst meinen Befehlen gehorchen. Jede Weigerung ist zwecklos. Niemals! Du hast keine Wahl! Du wirst mir gehorchen müssen! An einem kalten Tag in der Hölle! Du dummer junger Mann! Sie enttäuschen mich, Masters. Ich verwandle Sie in einen echten Faitā. Wenn Sie mir die Frage gestatten, Sir, aus welchem Grund müssen Sie so dringend zu Ken Masters? Es ist sehr wahrscheinlich, dass Bison es auf ihn abgesehen hat. Ist das ein Wagen? Ja, Sir. Kein Zweifel möglich. Verdammt, wir kommen zu spät! Shadow Law hat überall auf der Welt Monitor-Cyborgs stationiert. Wir haben mehrere Waffen- und Drogenlager aufliegen lassen, aber wir besitzen noch keinen definitiven Hinweis darauf, wo sich ihr Hauptquartier befinden könnte. Es erscheint nur logisch anzunehmen, dass Bison Masters sie das gleiche Trainingslager gebracht hat, in dem auch die anderen Kämpfer ausgebildet wurden. Stellt sich nur die Frage, wo ist das? Alles deutet darauf hin, dass sie ihre Operationen von Südostasien aus steuern. Ich schlage vor, wir konzentrieren unsere Suche auf diese Region. Captain Geil, Sir. Es ist uns gelungen, den von Ihnen gesuchten Kämpfer in Südostasien ausfindig zu machen. Ryu, der zusammen mit Ken Masters trainiert hat.
Dieser Bursche war also in Indien. Wo steckt er jetzt? Er wurde zuletzt an der Grenze von Thailand zu Laos beobachtet. Er soll auf dem Weg in die Berge gewesen sein. Wissen Sie, ob Monitor-Cyborgs in seiner Nähe beobachtet worden sind? Ja, Sir. Wir konnten mehrere entdecken. Aber ich denke, Sie haben ihn noch nicht aufgespürt. Ryu kennt keinen Stillstand. Er bewegt sich ständig von Indien nach Thailand und weiter nach China. Seine Reisen scheinen unkoordiniert. Wir wissen nicht, warum er die Orte wechselt. Dass Cyborgs ihm folgen, ist also nicht anzunehmen. Ich bin sicher, es ist Bison nicht entgangen, dass Ryu ein ebenso guter Kämpfer wie Ken ist. Aber bisher sind wir noch im Vorteil. Wir müssen Ryu vor Shadow Law erwischen, damit wir ein passendes Empfangskomitee für Bison bereithalten können. Weiterhin, welche Pläne gibt es bei Interpol und der US-amerikanischen Armee für die Vernichtung von Shadow Law? Da wir bereits ihre wichtigsten Standorte lokalisiert haben, stehen unsere taktischen Einsatztruppen in Bereitschaft und warten nur darauf, loszuschlagen. Der erste Angriff ist der schwierigste. Er gilt der Zentrale an der kambodschanischen Grenze. Interpol und die US-Streitkräfte haben entschieden, dass wir so die größten Chancen haben. Es gibt eine gute Nachricht. Wir haben Bisons Versteck gefunden. Wahrscheinlich wirst du jetzt sauer auf mich werden. Aber ich will Rache für das, was er uns beiden angetan hat. Es tut mir leid, dich so zu sehen. Ich weiß, dass es dir ebenso viel bedeutet wie mir, Bison zur Strecke zu bringen, Kleine. Überlass es diesmal mir zu handeln. Du musst wieder gesund werden. Ich muss jetzt gehen. Thank you.
Na, Kumpel, alles in Ordnung? Ja, ja, alles bestens. So. Danke, Ken. Also dann wollen wir en garde. In wenigen Minuten das Gebirge und die Grenze zu Laos. Verstanden. Meister Bison, wir haben soeben erfahren, dass Geil sich an Bord eines Militärhubschraubers auf dem Weg ins Grenzgebiet von Thailand und Laos befindet. Wir nehmen an, dass er Rios Aufenthaltsort gefunden hat. Wie schön, dass er uns die Arbeit abgenommen hat. Anscheinend will der Captain dort sein, bevor wir den Jungen erreichen können. Wir werden auch da sein, dann greifen wir uns Ken und bieten ihm einen warmen Empfang. Aber Sir, dieser Ken ist noch nicht ganz so weit. Keine Chance. Für Ken und Rio wird sich ihr Schicksal erfüllen, wenn wir sie gegeneinander antreten lassen, wie sie es sich gewünscht haben. Bereitet alles für die Ankunft Rios vor. Jawohl. Bitte, Meister, geben Sie mir die Chance, mich gegen Rio beweisen zu können. Vergiss nicht, du bist jetzt ein Kämpfer für Shadow Law, Sagat. Für Privatinteressen ist hier kein Platz. Aber Sir, es geht um meinen Stolz als Kämpfer und mein guter Ruf steht auf dem Spiel. Stolz als Kämpfer, Unsinn. Die Arena ist deine Welt, nicht die Straße. My Lord, bitte. Sagat, meine Geduld hat ein Ende. Ich dulde keinen Widerspruch. Mein Wort ist Gesetz. Ich hoffe, das ist klar. Außerdem hast du andere Aufgaben zu erfüllen. Du reist auf der Stelle nach New York und kümmerst dich um Cammy und Vega, wenn er noch lebt. Du wirst bald lernen, dass Shadow Law keine Fehler duldet. Ich find's langweilig, dir nur zuzusehen. Mach mal Pause und trink einen Tee mit mir. Gut. Aha, sieht aus, als ob ein Gewitter aufzieht. Wer ist das? Wir bekommen tatsächlich einmal Besuch und ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Sind Sie Rio, der Freund von Ken Masters? Kommt darauf an, wer es wissen will.
Captain Geil, Angehöriger der US Air Force. Ich bin Ryu, was wollen Sie von Ken? Ihr Freund wurde entführt von einer kriminellen Vereinigung namens Shadow Law. Was soll das heißen, er wurde entführt? Nach Ihrem üblichen Vorgehen werden Sie einen Terroristen aus ihm machen. Das ist doch lächerlich, er würde sich nicht darauf einlassen, kriminell zu werden. Man wird ihn einer gründlichen Gehirnwäsche unterziehen. Ken ist kein Terrorist. Verflucht, Bison hat mich verfolgt. Was ist los? Jede Menge Besuch heute. Ja, das nenne ich einen großen Auftritt. Seht euch an, wer da noch gekommen ist. Hallo, Captain Geil. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Endlich stehen die Stars der Show alle auf der Bühne. Verbeugt euch. Sie verfluchter Mistkerl. Was haben Sie mit Ken gemacht, hä? Na, 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 Ryu. Ich habe sie gesucht. Aber es war sehr schwer, sie aufzuspüren. Daher habe ich an ihrer Stelle Ken rekrutiert. Lassen Sie ihn sofort frei. Sofort! Ja! Ja! Ryu! Was haben Sie mit dir gemacht, Ken? Gute Arbeit, hä? Ihr Freund ist jetzt der perfekte Exterminator dank meines bescheidenen Einflusses. Es ist nicht leicht, ihn zu besiegen. Tu's nicht, Ken! Weigere dich! Sparen Sie sich Ihre Energie, mein Junge. Sie werden sie noch dringend brauchen für Ihren Kampf. Ihre vollständige Unterwerfung ist die einzige Aufgabe, die er kennt. Niemals! Er ist mein Freund! Bison! Ich werde dir das Handwerk legen, du widerliches Ekelpaket! Versuch es, mein kleiner Blondschopf. Wissen Sie, Geil, Verbrechen ist eine gute Wahl, um Karriere zu machen. Es bietet sehr viel Abwechslung. Ich zeige Ihnen ein Beispiel meiner Macht. Großer Gott, ich halte das nicht aus. Ich muss dem Kerl das Maul stopfen oder mir wird schlecht. Hi, mein Alter. Und du bist sicher? Ich bin das Begrüßungskomitee. Nett, dich kennenzulernen. Hallo, Captain. Wollen Sie immer noch meine berufliche Karriere beenden, wie Sie sagten? Das kann ich auf der Stelle erledigen. Ken, erkennst du mich nicht mehr? Ken! Hör auf! Ich bin's, Ryu! Ich bin dein Freund, verdammt! Was haben Sie, Geil? Denken Sie an Ihren Freund, den ich getötet habe? Drängen Sie sich an! Lauf doch nicht weg!
Wir sind noch lange nicht fertig. Das ist Wahnsinn. Merkst du nicht, dass dich jemand anders gegen mich kämpfen lässt? Kapierst du das nicht? Um Himmels Willen, komm zu dir! Sofort aus dem Weg! Wie schön, du spielst den starken Mann. Ich gebe dir Gelegenheit zu zeigen, wie gut deine legendäre Kampfkraft wirklich ist. Geh zur Seite oder ich räume dich weg! Viel Gerede ohne Action. Besser du vergisst deinen Freund. Ist wahrscheinlich längst erledigt, der gute Junge. Ach, dir gebe ich Action! Gut, ich breche auf. Die Zeit ist schnell vergangen. In ein paar Tagen muss auch ich schon wieder abreisen. Alles Gute, großer Meister. Dann bis bald, Muskelmann. Wir treffen uns, wenn das Schicksal uns wieder zusammenführt. Dies ist mein Angebot. Gib dein Luxusleben auf und schließ dich uns an. Als Shadowlaw-Söldner, wenn nicht, werde ich dich vernichten. Kommt nicht in Frage. Ich will lieber sterben, als dein willenloser Sklave sein. Wunderbar, du hast immer noch sehr viel Kraft in dir. Das nenne ich Persönlichkeit. Geh mir aus dem Weg! Du armer Mann! Verlässt du uns? Ja, ich gehe nur ungern, aber ich muss fort. Deine Ausbildung hier war nur ein Schritt auf dem Weg zur Vollendung. Eines Tages wirst du einen Gegner treffen, der dir mehr abverlangt, als nur zu siegen.
Was meinst du damit? Sensei, ich verstehe nicht, was du sagst. Bitte erkläre deine Worte. Sensei! Ich erkläre es dir, Kleiner. Was ist denn passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Meine Beine! Ich kann sie nicht bewegen! Ein Flugzeug. Das ist es. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Ich weiß alles. Es war Bison. Er hat mich hierher gebracht. Ryu! Das wirst du büßen! Bison! Ryu! Atmen, Seele, Disziplin. Konzentriere deine Gedanken. Reinige deine Seele. Behalte dein Ziel im Auge. Konzentration. Verlier dich nicht. Sei bereit. Rechne mit dem Unmöglichen. Konzentriere dich. Körper und Geist sind eins. Erlange Ruhe durch Bewegung. Verbinde Fleisch und Geist. Kanalisiere deine Stärke. Konzentriere deine Gedanken. Reinige deine Seele. Verbanne alles Negative. Trenne Dunkelheit vom Licht. Einheit durch Wissen. Bringe dein Ich zur Welt. Einheit durch Gefühl. Definiere deine Existenz. Einheit mit dem Himmel. Schaffe dich neu im Geiste. Lerne Sanftheit aus der Kraft. Die Sanftheit gebiert deine neue Stärke. Ken, was siehst du jenseits deiner Faust? Ken, wach auf! Mein Schicksal. Was hast du? Bist du müde? Soll ich jetzt dein Ende machen? Ja! Ken, alles in Ordnung? Na, Kumpel, wie ist es dir ergangen? Lass uns später die Höflichkeiten austauschen. Wir haben vorher noch etwas zu erledigen. Zum Beispiel den Müll wegschaffen. Genau! Ihr beide wollt anscheinend durch meine Hand vernichtet werden. So sei es. Ich schlage euch auf eurem Niveau. Kommt her! Ihr amüsiert mich, doch ich muss das Spiel beenden. Es gibt Termine, die ich einzuhalten habe.
Niemand besiegt. Ich habe diesen Mann deutlich unterschätzt. Bison! Ken, tu es jetzt! Machen wir ein Ende! Jungs. Hallo? Captain Guile? Ja. Zentralkrankenhaus New York. Bitte kommen Sie sofort. Es ist dringend. John Lee. John Lee. Du kannst jetzt in Frieden ruhen, Kleines. Bison ist erledigt. Wir haben unsere Rache bekommen, wie ich es dir versprochen hatte. Ja, ich weiß. Gemeinsame Aktion von Interpol und US-Militär zur Vernichtung von Shadow Law erfolgreich. Du hast es geschafft! Du kleines Biest! Ein übler Trick! Entschuldige! Du willst toter Mann spielen, dafür kann ich sorgen!
Ryu, beim nächsten Mal müssen wir einen alten Konflikt lösen. Stimmt. Sollen wir dich mitnehmen? Ich laufe lieber. Und wo willst du als nächstes hin, Ryu? Keine Ahnung. Du bist stärker geworden, weißt du das? Das gilt auch für dich. Bis dann, Ryu. I can see I'm going blind. I can see I'm going blind.